ihr Lieben. Ich bin gerade wieder unterwegs. Auf einer kleinen Tour. Quer durchs Ruhrgebiet. Einmal so eine vermooste, schöne, richtig nasse, kalte Halde besuchen. Hab mir gedacht, ich koche ein bisschen was dabei. Benutze mal meinen Benzinkocher. Ja, wenn ihr dabei sein wollt, bleibt dabei. Und ansonsten, wie immer, genug Videos auf YouTube. Einfach weiterklicken. Und ja, ohne viel Geschwafel legen wir los. Jo, weiter geht's. Endlich bin ich oben angekommen. Puh, bin auch jetzt ganz schön außer Atem. Der Anstieg ist immer sehr steil auf solchen Halden. Und ja, letztendlich bin ich aber froh, den Weg gemacht zu haben. Knackig kalt, aber so soll es sein. Und ja, das ist hier so eine richtig schöne Heidelandschaft. Die hat sich jetzt mittlerweile überall auf den Halden gebildet im Ruhrgebiet. Und sehr, sehr viele verschiedene Pflanzenarten, Pionierpflanzen, Kräuter, die Hagebutte, die Kamille, die Brennnessel an sich, der Guntermann etc. Alles wächst hier. Richtig klasse. Ja, und ich habe mir gedacht, ich genieße die Sonnenstrahlen hier und werde mir hier mein Essen zubereiten. Ja, auch noch nichts gegessen, sprich Kohldampf. Ja. Bauen wir mal auf. Ach ja, Leute. Kann so schön sein. Ist richtig geil, die Sonne. Hat noch richtig viel Power. Aber die Kälte vom Boden, die ist Hammer. Ich werde mir jetzt erstmal meinen Arschkissen runterfahren. Arschkissen sollte man immer dabei haben. Da ist der gute alte Herr. Damit kochen wir uns jetzt gleich was Leckeres. Ich habe ein bisschen was mitgenommen. Nichts Besonderes. Wenn ihr solche Brotdosen habt, ne, die sind übrigens auch klasse zum Braten und zum Kochen. Da braucht man nämlich nur hier so ein, wo ist es? Ich bin gut vorbereitet. Hier so ein Potgrabber. Ne, dann könnt ihr nämlich astrein das als Bratpfanne benutzen. Also in dem Sinne. Ja, ich habe ein bisschen was Frisches mitgenommen. Paprika, eine rote Zwiebel. Cheddar-Käse und ja, im Endeffekt Bockwürstchen im Speckmantel. Und dann will ich alles schön klein schnibbeln. Dann möchte ich das hier auf den alten Herrn braten. Ja, und dann genießen und ein bisschen in den Sonnenaufgang, Untergang gucken, der gerade da hinten stattfindet. Ja, im Endeffekt Scheibe Brot ist auch noch dabei. Und das sind meine ganzen Zutaten dafür. Ich blende das Rezept mal. Mal ein bisschen Platz da ein. Könnt ihr gerne nachkochen. Ist ein einfaches, aber sehr leckeres Rezept. Und ja, da habe ich jetzt voll Bock drauf.
noch eine Thermoskanne. Damit mache ich mir jetzt erstmal ein Käffchen. Und ja, dann werde ich mich um den alten Herrn kümmern. Beziehungsweise, ich glaube, ich bereite erstmal die Zutaten vor. Und dann wird der alte Herr hier angeschmissen. Übrigens, der Tipp hier, ich weiß gar nicht mehr, von wem er kam, aber der ist schon Gold wert. Das ist so ein Glasfaserband, was man vom Kamin kennt. Und das habe ich einfach mit einem Stück Draht um den, ja, um den Messingteil hier gewickelt. Und damit kann ich dann eben halt, das saugt sich voll dem Spiritus, also mit dem Spiritus voll. Und dann kann man das super leicht ja, vorglühen, dieses Teil. Top-Tipp. Also Zutaten, Paprika, im Endeffekt ein halber Paprika, Bockwurst im Speckmantel, ein Gewürzgürkchen, eine fette Zwiebel, kann auch eine normale Zwiebel sein, ist jetzt hier eine rote Zwiebel, wir hatten die noch, die müssen weg, bevor sie weggeschmissen werden, isst man das. So, und dann hier so richtig zwei schöne Stücke Cheddar. So richtig dick. Jo, das schnibbel ich jetzt. Und dann gibt's lecker Futter.
Wahnsinn, was der Kleine für Power hat. Aber ist auch natürlich ziemlich laut, ne? Ich hoffe, man versteht mich noch. Aber astrein der Teil. Geil. Ja, das hat jetzt hier im Endeffekt 6 Minuten gedauert, mir mein Essen fertig zu braten. Und ja, so mag ich's. Ne? Das Gemüse noch schön bissig. Die Würstchen da mit drin. Der Käse ist überall an den Teilen dran, weil der so richtig schön zerschmolzen ist. Mit einem Schuss Wasser ist das so eine richtig schöne Käsesoße geworden, eine dicke. Ja, ich sag wohl bekomm's und ja, dann quatschen wir noch ein bisschen. Mahlzeit. Guten Hunger. Eine Mischung aus Fleisch und Gemüse. Diesen herzhaften Gewürzgürkchen, super geil. Guckt euch mal das an. Ich hoffe, man erkennt es. Da ist es richtig dick Käse. Das kommt jetzt richtig gut. Da muss ich richtig runterziehen mit den Zähnen. Auf jeden Fall schweinemäßig lecker. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist ja Schwein. Esse ich eigentlich nicht so viel, aber. In dem Fall bei Bockwürstchen. Boah. Gerade scheint die Sonne richtig schön. Ich habe einen Kaffee, was zu essen. Habe mich schön bewegt heute. Ist ein super Gefühl immer wieder. Ah. Wenn die Sonne weg ist, ist ganz schön schattig. Da bin ich froh, dass ich meine dicken Klamotten an habe. Aber Leute, ich sag euch, ich bin so froh, dass endlich mal die letzten, also hier bei uns im Ruhrgebiet hat es die letzten 2 Wochen wirklich fast durchgehend geregnet. Und es ist jetzt mal so wieder einer der schönen Tage davon. Das tut so gut, diese Feuchtigkeit überall mal zu haben. Und die Natur, die hat das so gebraucht, ne? Das ist Wahnsinn. Ne? Und was da auch für ein Seufzen durch, sag ich mal, durch unsere Gegend ging, so nach dem Motto, ah, endlich, ne? Das war echt Wahnsinn, ne? Ja, so ist das. Wie Gott in Frankreich. Das ist lustig. Ich habe ja hier meinen so richtig tollen Bugout weg. Ist ja der, ist ein 20 Liter Rucksack von Decathlon, von Quetscher. Die geben mir ja auch 10 Jahre Garantie auf ihre Rucksäcke. Den habe ich jetzt schon 8 Jahre bestimmt. Der macht seine Arbeit ganz hervorragend. Aber worauf ich hinaus will, ich will jetzt keine Werbung dafür machen. Ich war letztens unterwegs zum Baumarkt, um quasi Baumaterialien zu holen und ja, bin dann eben halt quasi in so ein Gebiet reingefahren. Ist ein Gewerbegebiet, etwas ländlich gelegen, wird aber zurzeit viel gebaut und ja, man hat da eben halt bei Bauarbeiten eine Bombe gefunden und da musste die eben halt entschärft werden. Und ich kam auf einmal nicht mehr nach Hause. Ich kam nicht nach Hause. Es war alles abgesperrt. Und auf meine Frage hin zu dem Polizeibeamten, wie lange denn das Ganze dauern würde, sagte der gute Mann mir, das kann 1,5 bis 2 Stunden dauern. Sie können das jetzt hier leider aus Sicherheitsgründen nicht verlassen. Wir müssen Sie leider hier lassen. Ne? Beziehungsweise, ich meine, hat sogar so formuliert, er müsste mich hier notfalls sogar festsetzen. Ich habe ihm auch gesagt, dass das gar nicht nötig ist. Letztendlich gibt da auf dem Baumarkt eine Toilette und ja,
Da war ich eben halt froh, meinen Rucksack dabei zu haben. Aber letztendlich, die Kernaussage davon ist, ich bin dann quasi zurück zu meinem Auto gegangen, habe meinen Rucksack rausgezogen, meinen Kocher rausgeholt und habe mir Essen gemacht, weil ich kam, es war vom Dienst aus, nach Dienstende, und ich hatte noch nicht viel gegessen. Und ja, habe meine Frau angerufen, habe gesagt, Schatz, komm jetzt nicht, ne? Ich habe hier eine Brummenentschärfung, komm nicht weg. Aber ich bin versorgt. Und das war ein wirklich saugeiles Gefühl. Ich saß dann da quasi bei mir im Auto. Hab hier das, was ihr jetzt quasi auch seht, an Ausrüstung dabei gehabt. Bis auf den Benzinkocher. Das war ein, ich habe einen kleinen Spirituskocher dabei gehabt damals. Den habe ich ja auch noch immer in der Tasche. Der bleibt immer in meinem Set drin. Ja, jedenfalls habe ich dann alles aus meiner Tasche gezogen, habe mir was zu essen gekocht und die Leute waren mich am Angucken, als ob ich vom Mars kam, ne? Und der Blick sprach Bände, so nach dem Motto, was haut der denn jetzt raus? Ne? Oh, um Gottes Willen, was ist der denn da am Kochen? Ne? Und das Lustige war, einer der Beamten, sprich eine Polizeibeamte, guckte sich das ganze Spiel an und die kam nicht drum herum, mich dann anzusprechen. Warum ich denn sowas dabei hätte. Habe ich ihr dann auch gesagt. Genau für solche Sachen, ne? Wenn eben halt mal was passiert. Ja, man kam ins Gespräch, man hat darüber gesprochen, dass ich eben halt bei der anderen Stelle arbeite. Und ja, letztendlich war das die kleine Attraktion. Mein kleiner Rucksack mit allen Essen drin. Ja, also Leute, habt immer eine gute Tasche dabei, seid gut vorbereitet und ja, dann kann euch eigentlich nichts schief gehen. Kann eigentlich nichts schief gehen, sagen wir mal so. Ach. Sowieso draußen kochen, ne? Ist was Wunderschönes. Richtig geil. Schmeckt irgendwie alles wirklich besser. Das sagen ja viele, aber ist auch so. Weil für mich ist halt so eine Kopfsache, ne? Wenn man dann draußen isst und was Leckeres zu essen hat, ist man zu Hause. Wirklich. Für mich ist das sowieso, wo meine Tasche ist, wo ich bin, bin ich zu Hause. Ganz egal, ob ich jetzt 100 Kilometer von zu Hause weg bin, 10.000 Kilometer am anderen Arsch der Welt, aber wo ich was zu kochen habe, wo meine Tasche ist, da fühle ich mich heimisch. Jetzt ist die Sonne verdeckt von so einer riesen Rauchwolke. Die machen gerade im Stahlwerk wieder einen Abstich. Muss ich mal filmen. Da ist ein Stahlwerk. Das macht gerade wieder einen Abstich. Und dann wird quasi gekühlt. Und dann gehen immer so riesige Rauchwolken hoch. Das ist immer ein fantastisches Bild. Ich habe zu meinen Kindern immer gesagt, das ist die Wolkenfabrik. Und das ging jahrelang so, dass meine Kinder mir gesagt haben, Papa, guck mal da werden wieder Wolken gemacht. Ich liebe das. Ja, aber mittlerweile ist das Ruhrgebiet verdammt nochmal sehr grün geworden und das liebe ich. Mischung ist so gut, ne? Und das Wetter ist so schön. Es war gut knackig kalt, aber die Sonne ist da. Einfach traumhaft schön. Ja, und mit dem kleinen Juwel 34 Sportkocher bin ich echt sehr zufrieden. Tolles Teil. Ja. Bevor ich jetzt auf große Tour gehe, habe ich mir gedacht, probiere ich den mal aus auf einer kleinen Tour. Ich freue mich richtig darüber. Kann man nicht mit Vernunft erklären. Da waren einige Leute dabei, die haben auch vollkommen zu Recht mir jede Menge nachvollziehbare
Punkte dagegen genannt, aber das hat nichts mit Vernunft zu tun. Das ist einfach nur, dieses Stück Technik ist uralt und das funktioniert noch. Und da bin ich ein Mensch, da habe ich sofort verloren, wenn ich sowas sehe. Und bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich den jetzt habe. Ich freue mich darauf, den zu nutzen und auf meinen Touren im Winter vor allen Dingen, ne, so eine richtig schöne klassische Tour damit zu unternehmen. Ne. Ja, letzten Endes entwickelt sich alles relativ positiv. Ich habe auf YouTube ja meine 100 Abonnenten geknackt. Hätte ich ehrlich gesagt nie mitgerechnet, nie. Hättest du mir vor, wann habe ich angefangen? 2 Jahren. Hättest du mir gesagt, dass ich doch mal 100 Abonnenten habe, hätte ich gesagt, ja, habe ich sehr wahrscheinlich Geld dafür bezahlt. Aber das Schlimme ist ja, beziehungsweise das Schöne ist, das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Vom YouTube-Konsumenten zum YouTube-Lieferanten zu werden, sprich, oder Content-Creator, wie man es auf Neudeutsch nennt, sprich, was filmerisch festzuhalten. Und, boah, Leute, guckt euch das an. So richtig dick Käse noch. Boah. Und diese herzhafte Mischung aus Zwiebeln mit dem süßen Gürkchen. Geil. Boah, bin ich satt. Ja, aber es macht wirklich Spaß, quasi Content Creator zu werden und so ein bisschen was von sich selber zu zeigen und viele Geschenke von der Welt zu bekommen. Ich habe allein durch YouTube habe ich so viele wirklich sehr positive Menschen kennengelernt. Auch in Schriftkontakt. Man schreibt ja miteinander oder man kennt sich aus Foren und ich habe so viele positive Menschen kennengelernt, wo ich echt wirklich dankbar für bin und das ist ein tolles Gefühl und da freue ich mich drauf, das noch weiterzumachen und auch in der Hinsicht ein bisschen professioneller zu werden. Ist immer sehr komisch, in Kameras zu reden und auch quasi, ich bin kein Mensch, ich skripte nicht viele Sachen, ich mag sowas nicht. Sprich, ich habe keine Drehbücher, weil dann fängt es an, es wird nicht mehr authentisch und das mag ich nicht. Ich mag Dinge, die natürlich in einer gewissen Art und Weise geplant sind. Sprich, wenn man lehrreiche Videos macht, ist das vollkommen in Ordnung, wenn man da gewisse Sätze, sag ich mal, eintrainiert. Aber letztendlich, gerade jetzt so, solche Gespräche wie hier, mit der Kamera. Das ist ja im Endeffekt ein Monolog. Der wird aber eben halt zu einem Dialog, weil eben halt andere Leute am Ende das gucken. Und das muss echt sein, finde ich. Ansonsten verliert man ganz schnell den Bezug zur Person. Ja. Bla bla. Ich zeige noch ein paar Naturaufnahmen, trinke noch mein Käffchen und ja. Dann werde ich noch ein bisschen den Sonnenuntergang genießen. Ja. Bis später mal. Thank you.
Lieben. Ich habe mich wieder aufgerappelt, bin hier ein bisschen noch auf dem oberen Teil der Halde am Rumlaufen, genieße die Aussicht. Die Sonne ist noch echt sehr schön, aber die Kälte, die zieht so richtig raus aus dem Boden. Und ja, ich werde jetzt Richtung Heimat stapfen. Ja, bedanke mich für eure Zeit. Und ja, bis zum nächsten Video. Und wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dann.